hallo und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal Einfach Yummy zu einem neuen Video. Es gibt mal wieder ein Dessert. Ihr wisst ja, ich liebe Desserts und deswegen konnte ich auch um dieses Rezept leider nicht drumrum. Wir machen heute einen super leckeren Apfelstreuselkuchen im Glas. Als ich das Rezept entdeckt habe, war ich total hin und weg und habe gewusst, ich muss es für euch abdrehen. Für 4 bis 6 Portionen brauchen wir heute folgende Zutaten. Ihr findet wieder alle Info unten in der Infobox, könnt ihr gerne vorbeischauen. Zum einen brauchen wir jetzt Butterkekse, dann Florentiner, Quark, Mascarpone, Milch, Zitronensaft, Zucker, Vanillezucker und etwas Apfelkompott. Und dann war es das auch schon. Und wie gesagt, 4 bis 6 Portionen hängt natürlich auch von den Gläsern ab, ob ihr jetzt kleinere Gläser nehmt oder etwas größere. Da könnt ihr das Dessert natürlich auch strecken. Und wir legen jetzt einfach mal los. Zuallererst zerkleinern wir uns 50 Gramm leckeren Butterkeks. Und ich verwende wieder meinen Mixi-Meiser. Guck, dass hier alle Kekse gleichmäßig im Mixtopf sind. Mixi-Meiser gibt es in meinem Amazon-Online-Shop. Link zum Shop ist unten in der Infobox. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Deckel aufsetzen und ich zerkleinere die Kekse jetzt 5 Sekunden auf der Stufe 4,5. So, und jetzt schaut mal, wie schön gleichmäßig das Ganze geworden ist. Den Mixi-Meiser könnt ihr einfach ein bisschen abklopfen, mit dem Spatel die Krümel noch abstreifen. So, und jetzt haben wir hier ein wunderschönes Ergebnis. Die Kekskrümel schütten wir gerade wieder in das Schälchen zurück um. Die brauchen wir erst später. Und wir können gleich weitermachen. Wir müssen nämlich jetzt noch Florentiner zerkleinern. Das sind diese leckeren Kekse, sage ich jetzt einfach mal. Wir brauchen 100 Gramm zum Zerkleinern, aber noch ein bisschen mehr. Ungefähr, ich glaube 150 waren jetzt in der Tüte. Ich habe mir hier 6 zur Seite gelegt. Die werde ich nachher fürs Dekorieren verwenden. Und jetzt geben wir aber 100 Gramm Florentiner in den Topf. Auch wieder gleichmäßig ums Messer rum verteilen. Mixi-Meiser einsetzen und die zerkleinern wir jetzt. Deckel aufsetzen, 6 Sekunden auf der Stufe 4. So, Mixi-Meiser wieder ein bisschen abklopfen und die Krümel abstreifen. Und jetzt hat er für heute Feierabend und kann in die Geschirrspülmaschine. So, hier sind die zerkleinerten Florentiner und die füllen wir uns auch einfach wieder ins Schälchen zurück um. So, auch wieder hier noch die restlichen Krümelchen unterm Messer lösen und vom Rand schieben. Dann kommen die auch noch mit hier in die Schüssel. Auch zur Seite stellen, bis später. So, jetzt geht es mit der Creme weiter. Und für die leckere Apfelkuchencreme brauchen wir 250 Gramm Quark mit 20% Fett. Dann 250 Gramm Mascarpone. Gramm Milch, die habe ich mir vorhin schon abgewogen, das ist wirklich nicht viel, ist gerade so ein kleiner Schluck. 15 Gramm Zitronensaft, da könnt ihr jetzt frische Zitrone verwenden oder so wie ich hier einfach ein Konzentrat, wenn ich es denn aufkriege. Jetzt habe ich es geschafft, 15 Gramm. So, dann brauchen wir einen Teelöffel Vanillezucker, von dem selber hergestellten Vanillezucker. Kennt ihr wahrscheinlich schon so langsam, wie das geht. Für alle, die nicht wissen, wie schnell und einfach ihr euch Vanillezucker selber herstellen könnt, setze ich euch das Video nochmal gern hier oben in die Infocard. Und wir brauchen 40 Gramm Zucker.
So, Deckel aufsetzen und jetzt wird das Ganze 10 Sekunden auf der Stufe 3 schön vermischt. So, die leckere Creme ist fertig. Ich zeige sie euch gerade mal. So sieht sie aus. Ich fülle sie mir oben, weil ich das besser aus einem Schälchen auf die Gläser verteilt bekomme, wie jetzt aus dem Mixtopf raus. Müsst ihr aber nicht, ihr könnt die Creme genauso gut jetzt einfach im Mixtopf lassen und eben aus dem Mixtopf rausnehmen, um sie auf die Gläschen zu verteilen. Das ist ja immer Geschmackssache. Hier seht ihr nochmal die Creme, sie ist ein bisschen fester, also richtig gut zum jetzt auf die Gläschen verteilen. Ich habe mich jetzt für kleinere Gläschen entschieden. Zuerst überlegt, ob ich die größeren hier nehme, aber nee, ich probiere jetzt die kleineren, das sieht man auch ganz gut hinterher. Ich verteile jetzt ungefähr die Hälfte von meiner Creme auf meine vorbereiteten oder hingerichteten Gläser, besser gesagt. Ja, hier habe ich jetzt etwas von der Creme drin. Einfach die Hälfte der Masse auf meine 6 Gläser verteilt. Jetzt bedecke ich die Creme mit meinen zerkleinerten Butterkeksen. So, gebe jetzt die andere Hälfte der Creme, die ich hier noch in meiner Schüssel habe, oben auf die Butterkekse wieder drauf und verteile sie vollends. So sieht das Ganze jetzt aus und jetzt brauchen wir 300 Gramm Apfelkompott und das geben wir jetzt auf die Creme drauf und verteilen diese auch nochmal. So sieht das Ganze bis jetzt aus. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Das könnt ihr jetzt eine Stunde lang in den Kühlschrank stellen und gut durchziehen lassen. Und dann machen wir weiter, also unbedingt dranbleiben. Bis gleich. Ja, meine Lieben, die Stunde ist rum. Der Nachtisch hat schön durchziehen können. Und jetzt müssen wir nur noch die zerkleinerten Florentina von vorhin auf die Gläser verteilen. Die 6 ganzen Florentiner noch zum Dekorieren verwenden. Und dann wäre unser super leckerer Apfelstreuselkuchen im Glas, unser Dessert, fertig. So sieht er aus. Ich stelle ihn euch noch mal etwas scharf, dass ihr ihn vielleicht ein bisschen besser erkennen könnt, wie super lecker das Ganze jetzt aussieht. Ja, ich hoffe sehr, euch hat das Rezept gefallen und das Video. Probiert es unbedingt aus. Lasst mir wieder Feedback in den Kommentaren da. Schreibt mir, wie es euch geschmeckt hat. Wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Und vergesst nicht, mir ein Däumchen nach oben zu geben. Falls ihr jetzt Lust auf weitere leckere Rezepte habt, schaut sehr gerne einmal hier drüben vorbei. Hier könnt ihr mich kostenlos abonnieren. Habt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!